Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am, muss selber mal schauen, am Mittwoch, dem 24. Juli 2024 um 9.15 Uhr zu unserem Mittwochsvideo. Und ganz kurz, also ich werde es diese Woche etwas anders machen, weil ich ja wieder nicht weiß, was Freitag läuft. Werden wir morgen am Donnerstag das dritte Video machen von Schäferborn bis auf den Hof mit Abfahren Alsfeld Ost, ob das nötig ist oder nicht. Und dann schauen wir mal, was Freitag gibt. Ich denke, also irgendwas wird laufen. Weil nochmal so in Anführungsstrichen Zwangsurlaub mache ich nicht. Ich habe auch nichts Wichtiges mehr zu tun. Das mit dem Schlachten war wichtig oder das war angesagt, das hat gepasst. Da kann ich direkt auch mal ein paar, ich werde die natürlich alle noch schriftlich beantworten, die Kommentare wie immer, aber ich kann da vorab schon mal was sagen. Da war ein Kommentar von wegen, ob es ein Video gibt vom Schlachten, also von der, ich sag mal, Tötungsaktion und von dem Ausnehmen. Da muss ich sagen, weder noch. Der Grund ist ganz einfach. Einmal hat meine Frau schon im Vorfeld, obwohl ich das gar nicht vorhatte, Theater gemacht. Aber auch so, ich glaube, also der Tötungsakt gibt mit Sicherheit Probleme bei YouTube. Selbst wenn ich da vorher hinschreibe, hier krasser Inhalt und ab 18 mache. Und mit dem Ausnehmen, es ist auch so eine Sache. Obwohl das ja rein Handwerk ist und da ist auch nichts mehr großartig blutig oder so. Aber trotzdem, nein, was ich ja gesagt habe, es gibt ein kleines Video, das ist aber lediglich ein zweiminütiges Interview von Enkel Theo, der jetzt dem Ausnehmen beigewohnt hat. Und ganz lustig, ich traf heute Morgen in Gaggenau seit langem mal wieder, wirklich seit sehr, sehr langer Zeit, habe ich mich auch echt gefreut, den Schweißer, der ja auch einer meiner Zuschauer ist dort. Und obwohl ich heute zusehen muss, ich will ja noch in eine Werkstatt wegen dem Navi. Ich soll ab Frankfurt, also ich mache es so, wenn das Video zu Ende ist, Schäferborn, dann rufe ich kurz in der Firma an und mein Chef aktiviert das dann, dass ich da aufschlagen kann. Wir liegen auch mit 11.51 Uhr gut in der Zeit. Ich hätte 20 Minuten noch besser sein können, aber das ist dem Quatschen halt geschuldet. Das war es mir wert. Ne? Wie gesagt, ab und zu muss man sich einfach mal die Zeit nehmen. Boah, was eine Flunder hier war, der GTS, der Porsche. Ja, da in Gaggenau haben sie die Partyzelte aufgebaut. Da konnte ich mir natürlich nicht verkneifen zu sagen, es gehen. Ihr auf der einen Seite sieht so aus, als wenn ihr bald die Lichter ausgeht, auf der anderen Seite macht ihr Party, ne? Sie feiern den Untergang. Nein, so schlimm ist es nicht. Da war ja eine Versammlung gestern, wo es hieß, sie würden aufgeklärt, wie jetzt da das läuft. Also was gesagt worden ist, die Umsätze sind so schlecht wie 2010. Und es hat wohl 2009 schon mal eine Krise gegeben. Da meinte ja mein Staplerfahrer zu mir, er wäre damals 6 Wochen zu Hause gewesen. War natürlich übel wegen richtig wenig Geld, ne? Kurzarbeitergeld. Obwohl der Daimler das ja auch zum Teil ausgleicht. Ja, warten wir es ab. Dann gab es einen Kommentar, derjenige schrieb, wenn das so weitergeht mit unserer Wirtschaft, dann fällt das wahrscheinlich auf 3-mal die Woche zurück. Ja, das ist gut möglich. Ich habe ja schon öfter mal erwähnt, bevor ich das übernommen habe, oder ich habe es zu einem Zeitpunkt übernommen, als es 5-mal die Woche lief. Davor war das aber so, angefangen hat das damals mit 3-mal die Woche.
und hat sich dann immer weiter ausgebaut. Und ja, es ist nicht ausgeschlossen. Und derjenige schrieb dann im Kommentar, naja, das wird ja dann passen zu einem Rentner, so wegen Nebenbeifahren. Das stimmt schon, nur ist mir die Sache natürlich ein Jahr zu früh. Nein? Wären wir jetzt schon im nächsten Jahr, also Juli 2025, hoffe ich ja in Anführungsstrichen dann schon Rentner zu sein. Ja, und dann wäre das natürlich eine Sache, wo ich überhaupt kein Problem hätte, mich da vielleicht zu einigen, auf, dass ich es nur dreimal die Woche fahre. Ja. Ich habe ja schon mal gesagt, 3 Tage arbeiten, 4 Tage frei ist schon eine ganz gute Kombi. Ja. Sagen wir mal Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja, schlecht wäre natürlich ein über einen anderen Tag. Das geht gar nicht. Also das wäre übel. Weil das wäre so übel wegen dem Schlafrhythmus. Nein, aber sagen wir mal Montag, Dienstag, Mittwoch und dann ja, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag frei. Was hat er da? Panne oder irgendein anderes Problem? Naja. Ja, ich hatte heute Nacht echt nur 3 Gestellchen drauf, da bin ich natürlich nach Gaggenau geflogen mit dem sensationellen Spritverbrauch von gerade mal 18 Litern. Und jetzt ist es auch nicht, jetzt sind wir bei 19,9, obwohl wir gut Speed machen. Naja, jetzt wird es wohl wahrscheinlich ein bisschen langsamer werden, wenn ich da vorne schaue, da fährt so ein Autotransporter. Naja, warten wir es ab. Aber es läuft. Bin zufrieden, alles gut. Ja, vor allen Dingen, es war dann so, das ist eben das Schöne bei fester Tour, du kennst die Leute, du kennst die Abläufe, du hast Telefonnummern. Habe ich nämlich um 6 Uhr meinen Staplerfahrer angerufen, habe ihm gesagt, sagt er, was hast du, gibt es Probleme? Ich sage, nee, es gibt keine Probleme. Ich sage, ich habe aber nur 3 Gestelle drauf. Und dann meinte er, ja, es wäre trocken unten in Gaggenau. Er wollte gerade 10 Gestelle aufladen auf den dort stehenden Auflieger, aber er wird es dann lassen und ich könnte mich an der Seite stellen, öffnen, er holt die 3 runter und macht mir die 10 drauf. Ging ratzifatzi. Vorteil war Arbeitsersparnis für mich und auch Zeitersparnis. Gut, die habe ich verquasselt, aber egal. Dann habe ich auch schon mit meiner Frau telefoniert, die ist ja jetzt immer mein Navi. Die hat mir gesagt, okay, Bruchsal, bisschen zäh fließender Verkehr, ging aber gut durch, war einwandfrei. Kann ich anders sagen. Nee, das ging gut. Ja, gestern meinen TÜV abgeregelt. Mein Känguru 2 und als auch der Anhänger, beide jetzt mit wieder 2 Jahren TÜV, ohne jegliche Mängel. Er hat mich lediglich auf 2 Dinge hingewiesen, das fand ich aber gut. Und zwar vorne habe ich so Bleche oder so Blechkörper, die sind schon ein bisschen rostig. Da kann ich aber, ich habe mir ja so ein Zeug besorgt, was auch in der Heiligen Seefahrt angewendet wird für Stahlseile und Anker, Trossen und so weiter, also eben eine seewasserbeständige oder salzwasserbeständige, ja, wie soll ich sagen, ein salzwasserbeständiger Korrosionsschutz. Drauf gekommen auf dieses Zeug bin ich, ja, muss ich sagen, durch diesen René Kreher, der hat ja da auch schon viel Erfahrung in dem Bereich gesammelt. Ich habe auch schon mit Fertan gearbeitet, mit Overtrol. Und das soll jetzt noch besser sein. Das werde ich jetzt mal dann demnächst zur Anwendung bringen. Ansonsten war das eine ganz lockere Geschichte, wo er ein bisschen Probleme hatte, der Wagen. Aber das... da ist ja so eine Kiste. Hoppla. Ja, das wär's. So ein Ding so, glaube ich. Ja, ich habe mir dann alles nochmal richtig durch den Kopf gehen. Ah ja, muss ich ja erzählen. Gestern ein ganz interessantes Video gesehen. Deswegen bin ich jetzt wieder beim Kastenwagen.
Aber nochmal zurück, wie gesagt, beim TÜV. Ein bisschen Probleme hat die Abgasuntersuchung gemacht, aber im Nachhinein absolut verständlich. Denn es ist eigentlich immer so, als ich letztes Jahr mit dem Kangoo 1, dem grünen, dem Zweitwagen, zum TÜV musste, bin ich ja solo hingefahren, weil und dann eben noch mal extra mit dem Motorrad. Und es ist ja mal ein Jahr der Grüne und das Motorrad und in dem anderen Jahr ist immer hier der Kangoo 2 und der Hänger. Und die habe ich ja so, das habe ich ja so hingedengelt, dass die jetzt vom Monat her, also dass ich immer mit dem Gespann zum TÜV fahren kann. Aber das war auch der Nachteil. Ich fahre zwar vielleicht schon mal 90 mit dem Hänger, aber das war es dann auch. Und zur Arbeit fahre ich ja immer mit niedriger Drehzahl. Also im Grunde dreht er dann nicht über 3000. Und ich lasse ihn viel schieben und so Geschichten. Und ja, und das jeden Tag. Und dann fährt man natürlich das Auto in Anführungsstrichen zu. Und der musste gestern da ihn schon einige Male richtig hochdrehen. Und er hat auch ein bisschen Qualm ausgestoßen, bis er dann wieder frei war. Wie gesagt, normal mache ich so, auf dem Weg zum TÜV fahre ich richtig scharf. Also drehe die Gänge extrem aus. Ne? Also locker bis 4000 oder mehr Umdrehungen. Um den dann quasi, einmal ist er dann schön warm auf Betriebstemperatur und auch ein bisschen freigebrannt. Und da läuft das nämlich eine Nummer flotter. So musste er sich da so ein bisschen abmühen. Aber war okay. Der Typ war auch ganz in Ordnung. Vor allen Dingen null Wartezeit oder 2 Minuten gewartet. Wir kamen an, waren direkt dran. Ganz kleine Bude, ganz versteckt. Das ist ja jetzt über meinen Baggerfahrer Dieter gegangen. Da habe ich ihn hinterher gefragt. Ich sage, sag mal, woher kennst du denn diesen Besitzer von dieser GTÜ-Prüfstation? Ja, sagte er, der hat einen Neubau gehabt und da habe ich für den einiges weggefahren. Oh, ganz neuer Range Rover hier. Aber ganz neu. Und dann sagte er, habe ich für den Erde wegtransportiert, glaube ich, ein paar Baggerarbeiten gemacht, Müll weggefahren und so. Und dadurch haben die sich halt kennengelernt. Ich sage ja, woher wusste der von dir? Ja, über einen Bekannten. Also da läuft ganz, ganz viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und so kriegt der auch seine Kunden. Also das heißt, der selber, der Mann, den habe ich gar nicht kennengelernt. Der war nämlich im Außendienst. Der macht viel auch TÜV im Außendienst. Aber sein Mitarbeiter war da. Und da sagt der Mitarbeiter plötzlich, hör mal, du warst doch letztes Jahr hier mit so einem Opel Astra. Ja, sagt mein Kumpel Dieter, ja, war ich. Da ist doch da hier bei der Bremsenprüfung die Bremsleitung geplatzt. Ja, sagt mein Kumpel Dieter, ja, so war das. Und da sage ich hinterher zu ihm, ja, wie bist du denn dann nach Hause gekommen? Ja, sagt er, ich bin nach Hause gefahren mit Handbremse. Und da sage ich euch, das ist nämlich der Punkt. Wenn du da zu so einem normalen TÜV gefahren wärst, die hätten dich doch gar nicht mehr da weggelassen. Da hättest du den abschleppen müssen oder was. Die hätten dich doch nicht mehr vom Hof gelassen. Der Typ, ne, mein Kumpel Dieter hat gesagt, ja, dann muss ich jetzt mal nach Hause fahren, neue Leitung dran machen. Und der Typ da hat ihn ziehen lassen. Ich meine, natürlich wissend, dass hier Kumpel Dieter alles im Griff hat, ja. Die paar Meter nach Hause, das ist ja nicht durch die Stadt, das ist ja über Land, das ist kein Problem. Da habe ich zu dem Prüfer da gesagt, ich sage, weißt du, vor über 40 Jahren, da haben wir Autos gehabt, da musste es erst dreimal pumpen, bis er gebremst hat. Ne? Weil der Hauptbremszylinder im Eimer war. Naja, wie gesagt, das ist eben der Vorteil. Woanders hätten sie sich nicht mehr weggelassen, da hättest du dann totalen Stress gehabt und Kosten
Und hier vor allen Dingen, wenn du jetzt zum normalen TÜV fährst, da, wo ich sonst immer hingefahren bin, die auch noch ganz okay sind. Also früher haben da ja zwei Leute bei uns aus dem Dorf gearbeitet, als Prüfer. Das war richtig cool. Jetzt mittlerweile sind die beide in Rente und da arbeiten jetzt so zwei Jüngere, das heißt insgesamt drei, einer macht im Außendienst. Die sind auch ganz okay, aber naja, der jetzt, den ich da jetzt habe durch den Bekannten, der ist noch mehr okay, weil der geht nämlich hin und prüft erstmal und ganz am Ende hat er dann geschrieben und kassiert. Und wäre da irgendwas gewesen, dann hätte man nämlich nochmal von dannen ziehen können, ja. Und das machen die anderen nämlich anders. Die kassieren erstmal schön die Kohle und dann prüfen sie und dann hängst du ja drin. Nein, ich muss sagen, war ich sehr zufrieden. Gut, derjenige, der da geprüft hat, ist ein Mitarbeiter. Der muss wohl mal eine Phase lang die Messlatte etwas zu hoch gehängt haben, dass Leute verärgert waren, woanders hingegangen sind. Dann hat der Besitzer von dem Laden da das mitbekommen und da hat er erstmal seinen Mitarbeiter mal neu eingebrieft. Ne? Er soll es also nicht übertreiben. Und das war, wie gesagt, gestern ganz okay. Kann ich anders sagen. Und mein Kumpel Dieter, er ist nicht unbedingt immer der Pünktlichste, ja, weil er sich da schon mal verquatscht und so. Aber hier gestern bei mir, wir hatten 2:30 ausgemacht, da rief er um 3 Minuten vor 1:30 an und sagte, ja, ich habe nur 3 Minuten. Ich meine, er hat dann zwar um 3 Minuten überzogen, aber er war halt zeitig da und wir sind dann da hingefahren. Fand ich, war eine richtig gute Aktion, hat mir gefallen. Ah, Buchanka. Ja, das war gut. Und ich habe schon gesagt, nächstes Jahr komme ich dann mit dem anderen und mit dem Motorrad. Und dann schauen wir mal weiter. Der hat aber direkt gesehen, dass die Querlenker vorne neu waren, dass da alles fit war. Da hat er auch nichts. Da ging der auch nicht mit dem Hebel rein und hat da großartig rumgeprüft. Er hat gesehen, dass der. Ich habe auch gesagt, das Auto ist alle 20.000 in der Inspektion. Der ist Erstbesitz. Gut, da steht zwar. Also wenn man den Brief guckt, sind wir Zweitbesitzer, weil der Erstbesitzer ist die Firma gewesen. Die Maschinenbaufirma, wo ich war. Aber wir fahren dieses Auto vom ersten Tag an. Und und wenn was irgendwie kaputt war, dann ist es gemacht worden. Ne? War schon mal an der Schiebetür eine Rolle durch. Dann habe ich da die Rolle ersetzt und auch so unten fahrwerksmäßig. Da muss ich sagen, da ist Renault ein bisschen schwach da mit den Lenkstabilisatoren. Die sind dann schon mal nach 60.000 Kilometer auch schon mal durch. Aber da bin ich immer hinterher. Wenn da was ist, wird das neu gemacht und fertig. Und ich habe gestern ein Video gesehen. Das hatte jetzt nichts mit PKWs so zu tun, da ging es um Wohnmobile. Ein sehr, sehr interessantes und aufschlussreiches Video, was also einen starken Einfluss auf die ganzen Überlegungen von uns hat. Und zwar ist das eine Firma, die sitzt in Frechen bei Köln und die sind spezialisiert auf die Reparatur von Wohnmobilen aller Marken und für eine Marke haben sie auch noch einen Wartungsvertrag, bei alle anderen, die hatten wohl noch eine zweite, dritte Marke, Wartungsvertrag haben sie aber abgegeben, weil das einfach viel zu viel Stress war. Und was der Mann erzählt hat, ey, das war sowas von interessant. Erstmal ein Punkt, du darfst oder kannst kein Wohnmobil oder Campingmobil oder was auch immer, egal ob kaufen, was in den Corona-Jahren zusammengebaut worden ist.
Er sagt, die haben so schon einiges an Mängel, die Neufahrzeuge, aber was also in den 2 Jahren da zusammengeschustert worden ist, da ist viel mit der heißen Nadel gearbeitet worden. Also da gibt es ganz schöne Mängel. Und er meint überhaupt, es wären die neueren Fahrzeuge, die vielleicht mal 7 oder 10 Jahre alt sind, oder manchmal ganz junge Fahrzeuge, die gerade mal aus der Garantie raus sind, also mit zahlreichen Mängeln behaftet, viel auch Undichtigkeiten und also Geschichten. Und er hat gemeint, die einzige Marke, womit sie also den wenigsten Stress hätten, also sie hat nicht gesagt keinen, das ist eben diese Marke Niesmann, wo ich aber gesehen habe, die machen nur Wohnmobile. Nein, und dann hat er was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, die Baujahre von 90 bis 2000 sind qualitativ viel besser verarbeitet als alles, was danach kommt. Er hat zum Beispiel gesagt, ein 7 Jahre alter Hümer hat da Probleme, eine Hydraulikleitung zu bekommen. Ja, muss man sich mal vorstellen. 7 Jahre alt. Ja gut, die Hersteller brauchen nur 7 Jahre lang Ersatzteile vorzuhalten. Das ist doch keine Zeit. Gerade für solche Fahrzeuge nicht. Na? Und er sagte, oder er hätte Fahrzeuge, die 12 Jahre alt sind und wo dann Probleme auftreten, was ja auch für so ein Fahrzeug noch kein Alter ist. Er hat ganz viel mit Undichtigkeiten, also oder halt schlechter Verarbeitung oder so eine, hat er gezeigt, so ein Türgriff, der eben zu billig gemacht ist, weil der dann immer reißt halt. Ne? Ich meine, er sagt, da wird wohl schon jemand mal kräftig gezogen haben, aber sagt er, das muss eigentlich so ein Griff abkönnen. Nein, das war mega interessant. Also das war so interessant, dass ich dann schon wieder gesagt habe zu meiner Frau, weißt du was, also so ein Komplett-Wohnmobil oder so ein Teilintegrierter, wo halt so ein Aufbau dran ist, ich sagte, ich glaube, das ist gar nicht so gut. Weil da hat man eben, und ach so, ich muss dazu erzählen, einige, die von euch schon lange mitfahren, wissen ja, ich habe einen Freund, schon seit Bundeswehrzeiten, der lebt ja in Bielefeld, ne? Die Stadt, die es nicht gibt. Früher auch mal Paderborn, als er studiert hat und so. Und ja, und der hat so eine Kiste hier, so ein Ding. Und der hat eine Dichtigkeitsgarantie abgeschlossen. Und dann hat er mir auch schon erzählt, da hat das Ding gerade mal im 2. Jahr gehabt oder so. Der sagt, und es wird, glaube ich, jährlich eine Dichtigkeitsprüfung gemacht. Da sagt er, er ist richtig froh, dass er diese Garantie abgeschossen hat, weil sich nämlich nach 1 Jahr nach der Prüfung schon festgestellt hat, dass er undicht ist. Und da haben sie ihm die komplette Seitenwand nochmal ausgetauscht. Aber da sage ich mir doch, was ist das für Mist? Na, und da habe ich schon zu meiner Frau gemeint, also vielleicht steht man sich mit einem Kastenwagen, der ausgebaut ist, also der doch eventuell besser, weil erstmal sind die dichter, weil das ist halt Kastenwagen, Sprinter, Karosse. Dann denke ich mir, ist das von Teilen auch her besser, ne? weil ich sag mal zum Beispiel eine Frontscheibe, wenn man jetzt einen Teil integrierten hat, dann ist ja vorne Frontscheibe und Seitenscheibe der Türen auch noch identisch mit so einem Transporter. Aber bei denen, die jetzt, also bei diesen vollen, ich weiß gar nicht, wie sie sich nennen, die nicht voll möbliert, die Wohnmobile, die so, ja, wo auch die Front eben ganz umgestaltet ist, wo quasi nur Rahmen und Motor vom Hersteller übernommen worden ist. Da ist es doch zum Beispiel so, die haben doch riesige Frontscheiben, die erstmal schweineteuer sein werden und eben absolut spezial halt. Na?
Und da stehe ich mich doch mit so einem Kastenwagen besser. Oder wenn irgendwas an der Tür ist, da bekomme ich doch auf viele Jahre meinen Türgriff. Weil so Sprinter, egal ob von Mercedes oder Ducato oder was weiß ich, die gibt es ja schon lange. Und die, nein, also ich denke, dazu kommt höhere Alltagstauglichkeit, nein, also weniger Spritverbrauch, besser mit der Parkerei und so. Dann ist es vom Vorteil mit den Hecktüren hinten, weil ich dann sehe, dass man sehr wahrscheinlich unter einem Bett, was im Heck eingebaut ist, super eine Hundebox reinpacken kann. Na, was natürlich für uns notwendig ist. Also das war schon sehr, sehr interessant. Und ich habe ja so ein bisschen, haben wir ja jetzt so, na, jetzt müssen wir mal schauen hier, schlören aber einige jetzt hier drauf, du. Mein lieber Herr. Und der fährt wieder. Warum gibt der hier kein Gas? Wo willst du hin, Junge? Ja, tut mir leid. Das sieht jetzt ganz bös aus. Das tut mir echt leid. Ich konnte jetzt... Ah, jetzt aber. Raus hier erstmal. Ja, ich muss mal gerade mal ein bisschen arbeiten. Ich weiß gar nicht, war das schon hier oder was? Wo man durfte? Nee, das ist noch. Ich glaube nicht. Er geht zwar. Der nutzt es natürlich aus jetzt. Nee, ich glaube, das war da hier. Nee, das ist erst später. Na, ist egal, komm. Oh, die fahren aber auch nur. Ey, 77 fährt der Klon hier. War ein Trauerspiel. Ah, Kollegen mal reinlassen. Und? Ah, was wieder einer mit Armlähmung. Und schön bedanken. Bedankt. Ja, also das war wirklich, das war mega interessant. Und wir haben jetzt auch schon mal zweimal, nee, einmal ein Video von einem wirklich sehr alten, also das war... Das war locker 25 Jahre alter Wohnmobil und das war klar, die Farben beim Holz und bei den Stoffen, das war natürlich ein bisschen oldschool. Ja, aber wir sind ja gar nicht so, also das muss ja nicht so modern und schick sein. Ich kann nur sagen, es gibt abgeranzte da, aber es gibt auch super gepflegte Kisten. Und gelaufen haben die ja zum Teil nicht viel. Also da sind ja auch noch die guten alten Motoren drin. Hier 2,5 Liter, 4, 2,7 Liter Daimler hier mit auch in dem Dreh, die wirklich für also locker 400, 500.000 ausgelegt sind. Und wenn dann so ein Ding mal 150.000 weg hat, das juckt einen ja gar nicht. Ne? Da sind die ja gerade mal eingefahren. Und nee, wir haben da gestern mal so geschaut, da gibt es schon Sachen. Aber wie gesagt, entschieden ist ja noch nichts. Nur meine Frau hat jetzt auch verstanden, dass man sich, wenn man sowas machen will, mal so ein bisschen in die Materie einarbeiten muss, ne? Mal einfach mal sich so ein Video anschauen muss, mal Informationen aufsaugen. Ich habe auch gesagt, eventuell machen wir das auch so, dass wir im nächsten Jahr oder so mal hingehen und nehmen mal ein bisschen Geld in die Hand und leihen uns einfach mal für 10 Tage so ein Teil oder für 14 Tage.
Das ist zwar nicht ganz billig, aber da kann man doch gut Erfahrungen sammeln. Erstmal, macht uns das überhaupt Spaß? Haben wir da wirklich Bock drauf? Ja, auf Camping und ja, und wie das so ist halt, ne? Und wir lernen mal so ein Auto kennen, ne? Man könnte ja dann auch schon schauen, dass man sich irgendetwas ausleiht, was man quasi, ja, was so in der Richtung geht. Nun komm doch, komm doch. Oh, oh, wow, wow, jetzt fahren sie aber hier auf einmal. Ach nee, jetzt kommt ja da der kleine Nuckel. Oh, ey, das soll mir jetzt einer mal erklären. Gerade 80, jetzt auf einmal Überholverbot Ende, ballern die hier mit 90 Sachen. Naja. Ja, wie gesagt, die Idee ist jetzt hier so ein Ding, wie jetzt vorbeikommt. Ja, da gibt es ja 2L, also es gibt einmal lang oder eben lang, ne, doppelt lang, doppelt hoch und so in der Richtung. Das ist schon. Na, was machst du denn hier? Das wär's schon. Ah, hier wieder. Und fahren Ersatzbatterien vor uns. ID5. Das Knie auch wieder an der Ohren, lässt sich die Socke durchlüften. Da kann man auch nur hoffen, dass der alleine da drauf fährt, weil wenn ich mir jetzt überlege, hier ist ja auch immer jemand anders, da hat einer seine Käsefüße da am Lüftungsdinge, ne? Wo man ja schon mal die Hand hinstrecken muss oder so. Ja, und auch so, es gibt ja so viele verschiedene Toilettensysteme und ach, da so tausend Sachen dann, wenn du jetzt mit wenn du Gas hast, da hast du jährlich die Gasprüfung an der Backe, die ja auch Geld kostet. Und ich bin eh nicht so ein Gasfreund. Ne? Also mir wäre eigentlich einer, der fette Batterien hat, also fette Speicher, Photovoltaik auf dem Dach. Sag mal, bist du krank im Schädel oder was hier? Sag mal, dir haben sie doch wohl. Ey, also wirklich, das gibt's doch wohl nicht. Das gibt's doch nicht. Wie kann man sowas machen? Meine Fresse, ey. Sowas dann, also total daneben, ey, aber wirklich total daneben. Der kriegt nochmal ein Abschiedskonzert. Das sage ich euch. Er macht sich aber schnell weg hier. Er ist sich nämlich seiner Schuld bewusst, ey. Aber jetzt muss er ja bremsen. Du Bursche. Ah, ja, auch Hasenkamp. Hasi. Mm-hmm.
der ist gnädig hier, der Sprinterfahrer. Er wollte mich nicht reinlassen. Ey. Nee, will er nicht. Na gut, er macht aber, das finde ich aber okay. Er zieht nämlich jetzt an. Da bin ich auch mit zufrieden. Wichtig ist, er hat's gecheckt. Er hat's gecheckt und mir ist halt egal, ob einer Gas gibt und vorzieht oder ob einer sich ein bisschen zurückfallen lässt und mich reinlässt. Hauptsache, er hat's gecheckt. Na? Ja, ich glaube, nehmen wir den noch mit. War auch nicht gerade der flotteste hier. Ach komm. Ach, da ist auch, da ist es. Ja, er fährt ein Auto 86. Wieso hast du den denn überholt, du Klon, ey? Der fuhr doch auch 86 Grad. Ne? Hat sich doch gar nicht gelohnt, Junge. Mann, da musst du auch mal Gas geben. Ja, das ist natürlich jetzt. Naja, gut, lohnt sich auch gar nicht. Fahren eh gleich runter. Ja, wie gesagt, das war sehr, sehr interessant. Ach, guck mal, da fehlt schon ein Teil. Da rechts. Bei dem, was ist das? EQE 500, ne? Viermatik. Wenn man mal schaut, da rechts fehlt so ein Gitter. Rechts unten am Kotflügel. Ich weiß ja, doch müsstet ihr sehen können, ne? Ja. Ja, aber wir haben eben auch noch so am Telefon gesprochen. Das ist ja auch noch gar nicht so 100% sicher, dass wir das machen werden. Vielleicht stellen wir auch für uns fest, das ist gar nichts für uns. Ne? Oder was weiß ich. Oder irgendwelche Dinge. Na, laufen da. Genau, da habe ich gestern in den Nachrichten gehört, da hat schon wieder irgendeine Umweltorganisation die Bundesregierung verklagt, wegen der Luftreinhaltung, also wegen der Luftreinheit. Und zwar, was ihnen gegen den Strich geht, ist eben ihrer Meinung nach nicht genug passiert. Also sie werfen der Bundesregierung vor, dass die weiterhin das Heizen mit Holz erlaubt. Ja, aber hallo, auf jeden Fall. Ich meine, zum Glück ist es so, wir werden zu den Letzten gehören, die damit aufhören, mit Holz zu heizen. Weil ich habe schon mal gesagt, wir haben einen Herd, der da schon ewig da steht. Also seit das Haus gebaut worden ist, ist da das ist im Grunde ein Herd mit Holzfeuerung, worauf du kochen kannst, zentral in der Mitte des Wohnhauses eben angebracht. Das ist kein Schickimicki-Ofen, kein Kaminofen, keine Spielerei, keine Show, sondern und die werden, wenn das eines Tages verboten wird, sind das die Letzten, die verboten werden. Und von daher, na, nehme ich ihn doch noch mit. Ich weiß nicht, was da jetzt entschieden worden ist. Es ging dann auch noch um die Diesel und so. Aber da habe ich heute zu dem Schweißer gesagt, mein Gott, ey, die klagen da. Und was sind das für Leute, die da klagen, ja? Die wissen überhaupt nicht, was schlechte Luft ist. Hey, ich komme aus dem Ruhrpott, ja? Als ich groß geworden bin, ich bin ja Bauer 59, mein Gott, das waren noch Zeiten, da hat meine Oma oder was, die haben noch aus dem Fenster geguckt. Und wenn die gesehen haben, der Bochumer Verein, Stahlwerk, macht einen Abstich, ja, dann ist die Wäsche erstmal liegen geblieben. Da hat keiner die Wäsche rausgehängt, weil wenn, dann wäre die nämlich hinter Schwarz gewesen. Dann, mein Großvater hat ja, war ja begeisterter Kleingärtner, total Garten gehabt und so. Ja, was war denn hinter dem Garten? Da war Kohlekraftwerk. Und? Na, hat sich da einer für gepackt? Überhaupt nicht.
Also, als ich jung war, da hat es überall gequalmt. Überall. Na? Da haben die Industrieanlagen, die Stahlwerke und so weiter, die haben noch keine Filter drin gehabt. Da wussten die Leute noch gar nicht, was das ist. Und auch so wurde gequalmt, zigarettentechnisch. Ne? Habe ich gestern noch so gedacht. Ey, überall. Ich war schon 20, also sprich 79, habe ich dem Hausarzt gegenüber gesessen. Und er hat sich schön eine geraucht, wo ich da im Sprechzimmer saß. Du bist mit Kippe ins Postamt rein, hast am Schalter gestanden, Kippe. Im Krankenhaus, auf dem Flur gequalmt. Nicht nur in den Raucherräume, Raucherecken, nein, am Flur, am Gericht, am Flur. Ich meine, im Gerichtssaal nicht, aber so ist das hier böse, ist das hier, das gibt da, was machen die da wieder für eine Scheiße mit der Baustelle, ey, Mann. Also ich sag euch mal eins, wo ich gerade wieder hier diesen Porsche hier vor mir sehe, ne? Ihr müsst mal schauen, wenn ihr hier bei mir mitfahrt, so wegen der, wegen, was so rumfährt auf der Straße, ne? Na, musst du geradeaus oder fährst du runter? Ah ne, fährt geradeaus. Es ist doch Wahnsinn, was so an fetten, teuren Autos auf der Straße rumfährt. Klar, die sind nicht gekauft, die sind nicht bezahlt, die sind in der Regel geleased, aber um so ein Fahrzeug leasen zu können, brauchst du ja entsprechendes Einkommen, sonst kriegst du es ja nicht und würdest ja auch die Rate nicht stemmen können. Und also sage ich nur, es fahren so viele mit teuren Autos, vor allen Dingen auch so, wo ich ja letztens festgestellt habe, dass der, ja, es ist ja nicht der Nachfolger, sondern der Nachnachfolger, also mein Wagen, mein Kangoo 2, der hat ja dann so ein Facelift gekriegt und jetzt ist er mittlerweile ganz überarbeitet. Ja, super, du Rechtsüberholung. Habt ihr das wieder gesehen? Habt ihr das wieder gesehen? Ohne Blinker über 4 Spuren. Ach, jetzt hat er mal den Blinker benutzt. Ohne Blinker über 4 Spuren. Naja, auf jeden Fall. Er tut sich aber auch schwer hier, der Rumäne mit seinem Autotransporter. Iveco ist motorenmäßig gar nicht so schlecht. Die alten Iveco-Motoren, das sind auch robuste Dinger. So die 2,5 Liter Diesel oder 2,7er oder 2,8er, was das so ist. Irgendwas zwischen 2,5 und 3 Liter. Ach, der hat richtige Zugöse. Kleines Anhängermaul, nichts hier mit Kugelkopf. Nee. Richtig. Habe ich dem TÜV-Prüfer auch gestern meine Geschichte da von der Anhängerkupplung erzählt. Und hat er nicht schlecht gestaunt. Hat er gesehen, dass ich da eine nagelneue drunter habe. So, ich muss immer mal wieder kontrollieren, aber es gibt ja keine Probleme. Es war ein guter Schritt, die Bildrate runterzusetzen. Ich kann wesentlich mehr aufnehmen. Der Akku hält länger und die Kamera wird nicht heiß. Und ich. So, wenn ich das richtig gecheckt habe, sind diese hohen Bildraten eigentlich nur interessant, wenn du irgendwas mit Zeitlupen oder so machen willst. Ansonsten
ich denke mal, mit der Bildqualität seid ihr zufrieden. Also ich gucke da immer mal wieder rein, ich bin zufrieden. Und ich fand es auch ein bisschen verrückt, da gibt es ja einen Kollegen, ein junger Kollege, der auch jetzt wieder Videos macht. Ja, ich glaube, Truck TV nennt er sich. Und da macht er echt eine Info, dass er irgendwie das Video aus Versehen in 1080 hochgeladen hätte. Er wird es nochmal löschen, nochmal neu hochladen. Ich denke mal mit 4K oder was, oder mit 2,7K. Und ich habe mir das Video komplett angesehen. Da habe ich erstmal gedacht, naja, für mich brauchst du das nicht nochmal hochladen. Ich habe es mir angesehen. Und dann kommt noch dazu, ich kann da gar kein. Ja gut, vielleicht liegt es auch an meinem alten, PC-Bildschirm, dass ich da überhaupt keine Qualitätsunterschiede sehe. Ne? Es gibt ja schon Kisten, sagen wir mal, auch ab 5.000 oder 10.000 Euro. Das sind aber oft dann so, ja, wirklich alte Kastenwagen, die sich die Leute selber ausgebaut haben. Manches ist mit Sicherheit nicht schlecht gemacht. Das kann man natürlich über Fotos überhaupt nicht beurteilen. Da müsste man das mal vom Nahen sehen. Ja, aber das sind teilweise dann eben, also sagen wir mal so, das sind Ausbauten, die würde ich auch noch zum Teil selber hinkriegen. Ist natürlich auch noch eine Überlegung. Sich einen Kastenwagen besorgen, so wie es mein Kumpel aus dem Ruhrpott gemacht hat. Und der sagt, ja, wir brauchen ja nicht viel, ne? Ein Bett und so. Und ja, wie gesagt, wäre auch noch mal eine Überlegung. Achso, ja, nochmal zurück. Wie gesagt, ich fände es persönlich besser, Photovoltaik auf dem Dach, ordentliche Batterien und dann den Herd, also das Kochen mit Induktion, also elektrisch, nichts mit Gas und die Heizung über Diesel, also Dieselstandheizung, sodass man eben überhaupt nichts mit Gas und Gasflaschen am Ei hat. Obwohl natürlich es da schon auch heiße Dinger gibt, da war ja gestern so ein altes Wohnmobil. Ja gut, der sollte auch noch 25 kosten, aber der war dann schon mit Warmwasserheizung. Also das ist natürlich richtig krass. Ne? Dann war da einer, oh, er wühlt wieder in den Müllbehältern. Also es sind nicht die hier in den Mülltonnen suchen. Das sind nicht jetzt irgendwie total arme, abgerissene Leute. Nein, wenn ich da sehe, das Auto, was der da stehen hatte neben der Mülltonne, war wesentlich neuer als meins. Aber ja, sie machen das eben, ne? Verdienen sich ein paar Euro dazu. Naja, obwohl es gut läuft, machen wir ja nicht viel Zeit wett, ne? Ja, bedankt, kleiner Fiat. Hoppla. Ja, Montag war natürlich wieder so, ne? Da musste ich, und gestern musste ich auch noch mal kämpfen. So ein bisschen. Heute bin ich wieder drin. Und morgen werde ich noch mehr drin sein. Und Freitag muss man ja sehen, ob ich überhaupt so früh aufstehen muss.
Ja, ich glaube, wenn nächstes Jahr, also heute in einem Jahr, ich glaube, da muss ich mir halt überlegen, ob ich das noch machen will mit dem nachts aufstehen und so, mit dem anderen Rhythmus. Ach so, dann hatte jemand einen Kommentar geschrieben, werde ich aber auch noch schriftlich beantworten. Ich muss dazu Folgendes sagen. Wenn man mir im Kommentar einen Link schickt, dann geht auf jeden Fall dieser Kommentar nicht sofort online, sondern der geht in ein Ressort, das nennt sich Überprüfung. So dass ich also die Möglichkeit habe, erstmal zu prüfen, was ist da los. Weil es gab auch eine Phase lang schon mal nichtssagende Kommentare mit immer irgendwie so einem Link. Und der Link war dann immer zu irgendwelchen blöden, wirklich blöde, wenn es doch gute gewesen wären, aber es waren keine guten, blöde Sexseiten. Ne? Und deswegen ist das also grundsätzlich so, dass YouTube solche Kommentare erstmal zur Überprüfung einstellt. Dass die ganz gelöscht werden, kenne ich eigentlich nicht von YouTube. Höchstens, wenn es sich natürlich um einen Link zu einem, ja, ich bezeichne es jetzt mal als Problemvideo, aber das war das ja gar nicht. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Ich kann nur sagen, einfach nochmal versuchen. Ja, vielleicht auch irgendwie so, manchmal liegt es auch daran, dass man keine Lücke macht, ne, zwischen geschriebener Zeile und Link. Könnte auch noch irgendwas sein. Also ich weiß nur eins, ich habe diesen Kommentar nicht gelöscht. Warum sollte ich auch? Oh, was denn? Das sah so aus, als wenn der Auspuff unten liegen würde. Da stehen wieder von Jan der Riek 1, 2, 3, 4, also ich habe jetzt schon 4, 5 Auflieger, na hier 5, 6, also hier rechts und links, da stehen locker zwischen 5 und 10 Auflieger. Ich wundere mich, ich habe ja schon mal gesagt, bei Kassel hat eine Firma das auch so getrieben und immer die Auflieger hier auf den öffentlichen Parkplätzen abgestellt, demjenigen haben sie einen Riegel vorgeschoben. Und, aber hier passiert das auch. Ich finde, das ist doch schlecht, weil diese Parkplätze sind für andere blockiert. Und normalerweise müsste diese Firma einen Platz anmieten, wo die dann ihre Auflieger hinstellen für die Pause oder sonst irgendwas. Schöner Motorradanhänger, den er aber wohl nicht als reinen Motorradanhänger angemeldet hat. Weil meiner Meinung nach haben die dann nämlich ein grünes Kennzeichen, weil die dann darfst du es aber auch nur zum Motorradtransport benutzen, ein grünes Kennzeichen. Aber ich kann mich ja irren. Vielleicht ist er trotzdem steuerbefreit, auch mit schwarzen Kennzeichen. Er hat sich jetzt so eine V-Max geholt. Das ist auch ein Motorrad, was mich nicht interessiert. Da kam der Kessler, mein bekannter Dieter, an. Also man muss also Folgendes dazu sagen. Dieser Bekannte ist sehr speziell. Viele würden aufgrund seiner Optik vor ihm zurückschrecken, weil er läuft primär in alten, abgerissenen Klamotten rum, die oft auch noch verdreckt sind, weil er wieder unter Bagger oder Schlepper gelegen hat oder sonst irgendwas. Er hat, ich glaube, vielleicht noch 4 Zähne im Mund. Ja, logischerweise durch Schrauberei immer dreckige Fingernägel. Raucht
Na, wie ein Schlot ist vielleicht übertrieben, aber raucht ganz ordentlich. Ja, wenn ich die Kiste sehe, da muss ich immer an die denken, die uns da durch die Lappen gegangen ist. Aber am Ende war es insofern ganz gut, weil, naja. Auf jeden Fall, ja, würden viele vor ihm zurückschrecken. Ich weiß noch, ich bin mal, weil er hatte damals keinen Wagen mit Anhängerkupplung und da hatte er mich gefragt, ob ich bereit wäre, mit ihm nach Dortmund zu fahren, Motorrad anschauen, was wir am Ende nicht mitgenommen haben, weil da war zu viel unklar. Und da hat er in Anführungsstrichen gute Klamotten angezogen. Das hieß, er hatte eine helle Korthose an, die sauber war, aber den Schlitz musste er schon mit der Sicherheitsnadel zumachen. Nein, aber wie gesagt, was täuscht ist, er ist kein Dummkopf. Ja? Er weiß ich nicht. Erstmal, er kennt viele und viele kennen ihn und er hat gute Connections und er hat auch diese gewisse Bauernschleue und auch so erzählt er mir dann gestern, ja, ich habe da eine Diskussion gesehen im Fernsehen hier mit den Grünen und so und wir haben uns auch über die Präsidentschaftswahl in Amerika unterhalten, wie das jetzt so, ja, wie jetzt so diese veränderte Lage ist, also viele würden aufgrund seiner Optik ihm sowas nicht zutrauen, so ein Gespräch oder so, ja, würden ihn falsch einschätzen. Achso, ja, was ich jetzt sagen wollte. Und was auch ist, er sieht ja dann, er fährt ja auch einen ganz alten, rostigen, innen völlig verhunzten Astra und so. Und hat ja auch vor vielen Jahren schon sein Fachwerkhaus im Dorf gekauft, altes Dingen und so weiter. Also man würde ihm. Ja, weil das so sind die Leute halt. Die würden ihn sehen mit seinem Auto und so und würden denken, ey, der hat keinen Pfennig auf der Tasche. Ich weiß aber, dass er, ja, dass er immer am Schaffen ist und auch so sein, obwohl er mega gute Preise hat, wenn er irgendwie Transporte macht oder so mit seinem Schlepper. Er hat mir ja auch damals meinen Kies und meinen Granit für den Vorgarten hat er mir ja mit dem Schlepper rangeholt. Und ich weiß nicht, er ist damals zwei oder dreimal gefahren, also einmal Granit, einmal das andere. Und ich glaube, einen Fuffi hat er mir dafür abgenommen, also geschenkt. Ne? Und mit ihm ganz auch viel kungeln, ne? So eine Hand wäscht die andere. Da ist er ein absoluter Freund von. Auf jeden Fall würde ihm niemand finanzielle Potenz zutrauen. Aber ich weiß, und das ist bei ihm, er ist kein Aufschneider, ja. Ich weiß, er hat Geld. Der lebt günstig, ne? Der macht jetzt keine dicken Sachen so, wo viel Geld mal drauf geht und so weiter. Gib doch Gas! Gib doch bitte Gas! Mann. Ja, wenn ich jetzt nicht den Abstand steif gehalten hätte durch den Abstandstempomaten, hätte er schon wieder ein Problem gehabt. Ja, aber unbedingt jetzt in die linke Spur. Das muss jetzt aber auch sein. Oh, Lotus. Lotus Electric. Ja, aber der muss mal weg da, der Lotus. Boah. Ich
wisst ihr, was die Kiste kostet. Na, so Lotus. Lotus ist natürlich Luxus. Ja, so Leute, jetzt muss ich aber mal rüber hier. Nein, der hat schon. Er hat schon ein bisschen was an der Seite. Denn der kam dann gestern damit an, das ist das, wo ich letztendlich drauf hinaus wollte. Sagt er, hätte ein anderes Motorrad oder ein neues oder ein Motorrad für sich gesehen, wo er also noch den totalen Bock drauf hätte. So. Er hat ja eine Yamaha, so einen alten Chopper mit einer Wahnsinnsgabel dran. Ja? Also so eine Gabel, die immer schon einen Tag eher am Ziel ist, als er selber mit dem Moped. Also ein wirklich so richtig Easy Rider mäßig, ein ultra langes Teil. So lang und so beschissen zu fahren, obwohl er fährt da voll drauf ab, ja, aber so beschissen zu fahren, da, und er war mit diesem Moped auch bei diesem GTÜ-Prüfer, ja, und der hat der zu ihm gesagt, hör mal, das tust du mir aber nicht nochmal an, ne, weil der, die müssen ja immer mit den Motorrädern jetzt einmal eine Runde um den Block fahren, und das ist natürlich, wenn du das nicht gewöhnt bist, mit so einer ultralangen Gabel, fühlst du dich einfach nur noch unwohl. Wenn ich wollte, der würde mich auch sofort fahren lassen, aber nee, danke, da habe ich keine Böcke drauf, ey, da verzichte ich gerne. Ja, der, ja, so ein hat einen Disponent von uns, diesen Ewak, glaube ich. Oh, jetzt müssen wir uns mal beeilen, weil der kommt schon langsam angeschlört hier, der Kollege. Und geht nicht. Nein, ach so. Und er sagt, ja, ich sag, was denn? Was hast du da gesehen? Sagt er, Boss Hoss, 6,2 Liter V8. Ich sag's aber, bist du bekloppt oder was? Was willst du denn mit so einem Ding? Ja, findet er total geil. Findet er total geil. Da hat er jetzt eine gesehen, 52.000. Ich sag, bist du denn wahnsinnig, ne? 52.000 für so einen Schemel da. Ich sag, sind die alle so teuer? Gibt's da nicht was Preiswerteres? Da hat er eine gefunden, die kostete nur 18.000. Ja, aber das hat sich im Nachhinein herausgestellt, die hat den Gabelschaden. Nein, und er hat ja dann auch ehrlich gesagt, ob er die 50.000 schafft, weiß ich nicht. Aber er meinte nur, naja, wenn man jetzt sich so ein Moped für in so einer Preislage holt, dann macht man sich ja ganz nackig. Und wenn dann irgendwas dran ist, dann steht man da. Ich weiß es doch von einem Bekannten aus Stade von uns. Der hat sich eine Indien geholt. Indien ist doch mal, naja, jeder von euch kennt Harley Davidson. Und Indien ist nochmal eine Stufe höher. Na, die sind auch teurer beim Kauf und so. Ja, der Kostensatz Bremsklötze 270 Euro. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Der hat mir mal, ja, als wir telefoniert haben, hat er mir mal ein paar Teilepreise genannt. Ey, da habe ich nur noch mit den Ohren geschlackert. Das ist, ja, das ist einfach so was von Luxus, so ein Ding zu fahren. Ne? Gut, das war mit 1800 Kubik und Tempomat und so, das ist für mich sowieso kein, hat für mich nichts mehr mit Motorradfahren zu tun. Was ist da los? Ist da ein Unfall gewesen oder was? Linke Seite, ja, sieht so aus, ne? Hat schon wieder gescheppert oder was? Naja, Auffahrunfall, aber sowas von. Oh, er hier 78 mit seiner, das sieht aus wie so eine Schrotmühle oder was, auf Unimog-Basis. Oder Häcksler oder irgend so ein Apparillo. Oder nee, oder zum Spritzen. Ach, und dann wieder hier Stau ohne Ende. Stau ohne Ende. Ja, was bist du denn fünf? Ach so, jetzt, ach, wegen der Brücke. Na, scheiß auf die Brücke, Alter, Schmidtchen.
Scheiß auf die Brücke, ey. Ja, aber hinter dem bleibe ich nicht, das sage ich euch. Die Mühle fährt max 80, weil das ist Unimog-typisch. Und da irgendwie bläst da heiße Luft raus. Da ist ein Bild, das kann man bestimmt aber hier gar nicht erkennen. Also richtig durch die Hitze am Flimmern. Vor allen Dingen, weil das Ding, was soll das wiegen, sage ich zu ihm, die wiegt doch bestimmt 400 Kilo. Ja, die hätte einen Rückwärtsgang. Ich sage, ja, den brauchst du aber auch. Ne? Es hat einfach nur krass. Vor allen Dingen, er ist ein kleiner Typ. Ja, da müsste man auch gucken, da anstehend mit den Beinen am Boden kommt. Ich meine, so ist er schon kräftig, aber sonst kann er das Ding überhaupt nicht handeln. Nein, ich denke ja genau in die andere Richtung. Der hatte... Wo ich mit ihm am Wochenende gesprochen habe, so wegen dem TÜV-Termin, da hat sich herausgestellt, er hat auch noch Geburtstag gehabt. Da ist der Vogel echt gerade 3 Jahre jünger als ich, ne? Das sag ich, du Jungspund. Nee, und ich denke ja anders. Ich denke ja, okay, Motorradfahren wollen wir vielleicht noch, aber es muss keine 1100er mehr sein. Mir reicht jetzt auch eine 400er, 500er oder was. Na, voll ausreichend. Er denkt da anders, 6,2 Liter, ey. Pfah. Vor allen Dingen, so ein Schemel, sagt er ja selber, den fährt man nicht mehr unter 10 Liter. Nein, ist gar nicht möglich. Das ist überhaupt nicht möglich. War Bundeswehr auch ordentlich unterwegs. Ja, bei uns auf dem Dorf, da gibt es schon so ein paar Originale. Aber er meinte dann letztens noch zu mir, ja, wäre ja klasse, dass wir uns da damals kennengelernt haben. Und die Verbindung war, dass er wohl dort in Hessen geboren ist, aber dann seine ganze Jugend im Ruhrpott verbracht hat. Und ja, und als wir uns dann irgendwie mal, ich weiß gar nicht unter welchen Umständen, ach doch, klar, seine Frau, die hat, als wir noch in dem alten, also in dem anderen Haus gewohnt haben, da hat die in einem Imbiss nebenan gearbeitet, ja. Und dadurch haben wir uns irgendwie kennengelernt. Und er meinte nur, wäre ja super, dass wir uns damals kennengelernt hätten. Ich sage, jo, ist auch schon lange her und so. Und er sagt, wir sehen uns nicht oft. Ist wirklich wahr, wir sehen uns also nicht alle Nase lang. Und es ist einfach so, wenn er jetzt bei mir an der Garage vorbeigefahren kommt und ich bin dann draußen, dann hält er auch schon mal an, ne? Oh, nein, nicht schon mal, dann hält er eigentlich immer an, um eine zu rauchen und zu quatschen. Und ja, und ansonsten halt, wenn er mal was will oder wenn ich mal was will, dann wissen wir uns schon irgendwie zu erreichen halt, ne? Fährt aber auch gar nicht hier. Warum fährst du denn nicht? Ja, wir wollen ja noch in die Werkstatt, ne? Wie gesagt, wenn das Video hier zu Ende ist, werde ich auch direkt in eine Firma anrufen, damit das klar geht. Also damit ich dann angemeldet bin in dem Sinne. Vielleicht mache ich dann auch noch eine kleine Videosequenz, wenn ich da Kirchheim runterfahre.
Muss ich mal sehen. Dafür müsste allemal reichen. Ja, immer noch 120 Liter der Verbrauch. Ich werde jetzt noch, also gleich sind wir ja bei Schäferborn, da kann ich noch schön Stunde 20 Hörbuch hören. Wieder mit einem meiner Lieblingsvorleser, Uwe Teschner. Also da frage ich mich wirklich, meine Fresse, wie macht der Mann das? Ich habe das selber mal versucht, also habe mal einen Dialog gelesen und so ein bisschen kann ich ja auch die Stimme verstellen. Und habe mal versucht, also in dem Dialog die Stimme, also das ist verrückt. Das musst du schon trainieren und oder da musst du schon irgendwie, ja, dann musst du halt irgendwie drauf haben. Und der kann das. Der kann also einem, wenn da also meine Frau spricht, dann gibt der Stimme einen weiblichen Touch. Er kann mit Akzenten sprechen, ja, russischer Akzent, französischer Akzent. Er kann mit tiefer Stimme sprechen, also der kann, vor allen Dingen kann er das von einem Satz zum anderen, das ist das Besondere, ja. Die Frau sagt was, zack, und dann antwortet der Mann und schon kommt der Schwenk und einwandfrei. Richtig, richtig klasse. Vor allen Dingen die Geschichten, die der liest, die sind auch immer top. Die sind immer top. Vielleicht machen wir demnächst auch noch mal wieder so eine Sache. Ich weiß natürlich nicht so wirklich. Ja, auch schick hier, Oldtimer, alter Alfa Romeo. Ja, ob da, das würde ich natürlich als extra Video machen, mal eine halbe Stunde oder so. Oder auch von mir aus eine Stunde. Kamera laufen lassen, fahren und halt Hörbuch an. So laut aufgedreht, dass man also als Zuschauer auch, da müsste ich vielleicht noch mal testen, was besser wäre. Mikro hier bei mir dran, am Hemdkragen oder halt vielleicht hier vorne platziert. Also mehr in der Nähe der Lautsprecher. Wie gesagt, käme eben drauf an. Und ja, da gibt es halt die Idee, noch mal so ein Video zu machen. Halt LKW fahren mit Hörbuchuntermalung, sag ich mal. Und dann natürlich, wenn es geht, so eine Stimme. Also Alkoven, da bin ich aber irgendwie voll von ab. Ein Bekannter von mir, der hat zweimal gesagt, ja, denk mal dran, da hast du immer dein Bett parat und so. Ja, jein, nein. Nee, ich möchte lieber ein längeres Ding, wo das Bett hinten auch immer parat ist. Aber nein, kein Alkoven, das kostet ganz schön Sprit. Und macht das Ding dann auch unnötig. Was heißt unnötig? Natürlich höher, weil es nötig ist für den Alkoven. Vor allen Dingen, da gibt es auch manche Alkoven, das sind so flache Dinger, da möchte ich nicht pennen. Wenn du nämlich da nachts mal hochschrecken solltest und richtet sich auf, knallst du schon mit dem Kopf unter der Decke. Nee, und da wäre nicht meins. Also ich finde, die beim Bett, da muss das so gestaltet sein mit der Deckenhöhe, dass man aufrecht sitzen kann und eben auch noch ein bisschen Kopffreiheit hat. Ne? Ein Penny dermaßen schnell, das kennen wir aber gar nicht. Die fahren normalerweise 83. Ja, aber ich muss jetzt unbedingt in der Firma anrufen. Ja, schön, dass ihr mich wieder begleitet habt. Ja, komm, ich will mal nicht so sagen. Ey, lass ihn mal rein. Ey, lass ihn mal rein, sonst packt das ja nicht, ja. So, jetzt kann er sich aber auch bedanken. Und seht ihr, Undank ist der Weltenlohn. Ja, ich verzögere hier sogar, um ihn reinzulassen. Bedankt er sich? Nein. Ja, gut. Das war's jetzt für heute am Mittwoch.
Ich sage wie immer, bleibt mir alle gesund und macht schön gut. Ja, Leute, da bin ich nochmal. Und zwar sind wir an der Abfahrt Alsfeld Ost vorbeigefahren und fahren eigentlich so, wie ich jeden Tag zurückfahre. Freitags ist ja immer die Ausnahme, dass ich da runterfahre, weil es ja eigentlich 5 bis 7 Minuten länger dauert. Jetzt fahren wir hier ja über das Hartenbacher Dreieck zum Kirchheimer Dreieck. Und wir kommen an der Stelle vorbei, wo mir damals durch das kaputte Radlager und dementsprechend entstandene Hitze der Reifen geplatzt ist. Und zwar hier vorne rechts. Da hat ja die Polizei gestanden. Und zwar hier ist die Abfahrt zu dem Parkplatz Bahnholz und davor rechts, da stand die Polizei, da ist so eine Zufahrt hier. Hier standen die und genau hier hat es geknallt. Dann habe ich rechts in den Spiegel geschaut, irgendwie so ein bisschen Staub aufwirbeln gesehen und habe erst gedacht, ich bin hier ein bisschen weit auf den Rand gefahren, dadurch Dreck hochgewirbelt. Aber dann habe ich gemerkt, da stimmt was nicht. Nur sollte ich jetzt hier anhalten, auf dieser Beschleunigungsspur, ja, im Kopf, dass eventuell ein Radwechsel vonnöten ist oder hier? Nein, habe ich mir gesagt. Da fahren wir doch mal schön hier Richtung Würzburg-Fulda 7 auf den Zubringer. Nein. Und da ist weniger los. Ja, und leider hat dann ja die Kiste angefangen zu brennen, weil sich alles schon brutal erhitzt hatte. Aber wie man sehen kann, ist hier ja richtig Fettplatz zweispurig und dann da vorne rechts, da ist immer noch der Flecken zu sehen, wo ich gestanden habe, ne? Wo das Ding dann abgefackelt ist. So, wie gesagt, jetzt übers Hartenbacher hier drüber zum Kirchheimer und da fahren wir raus. Wir wollen ja zur Werkstatt wegen dem Navi. Angekündigt bin ich und jetzt hat er die Zeit drauf gerechnet, weil natürlich Else denkt, ich bin jetzt ein bisschen falsch hier. Aber okay, wir machen das schon. Ja, wie gesagt, gleich mal mit dem Navi da in die Werkstatt reinmarschieren. Ne? Jetzt hat sich natürlich, ich war ja schon bei 47 oder was mal eben, so 10 Minuten oben drauf, aber naja. Ja, von der Werkstatt aus werden wir dann wohl zurück. Nicht auf die Autobahn fahren, sondern über Land. Da kann ich euch auch noch mal ein Stück mitnehmen. Ja. Das ist mal eine ganz andere Optik, ne? Hier, ich wüsste gar nicht, dass ich das schon jemals irgendwo in einem Video hatte. Diese Stück Strecke hier, weil das ja nichts mit so, also wenn wir jetzt Richtung Norden fahren, dann kommen wir ja hier von rechts, wo hier dieses Wohnmobil herkommt, eben von der 7. So, jetzt müssen wir uns mal schön nach rechts machen. Ich weiß nicht, ob das. Es liegt bestimmt wieder nur daran, dass ich mich mit diesem Thema so intensiv beschäftige. Ich habe schon mal erzählt, mein erster Hund ist ja ein Rottweiler gewesen. Nachdem ich ihn dann hatte, habe ich überall Rottweiler gesehen. Ne? Ich weiß nicht. Und jetzt bin ich ja so mit dieser Wohnmobilmaterie beschäftigt und sehe jetzt überall, ich meine, gut, es ist jetzt auch Sommerzeit, Urlaubszeit. Überall Wohnmobile, ne? Hier Kastenwagen, da vorne wieder Teile integriert und so weiter. Ja, hier muss man immer schön Piano machen. Hier blitzen sie gerne mal.
Vielleicht steht hier auch ein Anhänger. Wie gesagt, ich fahre hier ja gar nicht so her. Nur, ja, ein Hängerle steht da. Immer nur ausnahmsweise. Das ist, glaube ich, für alle 80, wa? Oh, hat doch nicht viel zu tun, der Blitzi. Ja, ich frage mich, wann das mal hier fertig wird. Aber ich könnte mir vorstellen, das dauert noch Jahre. Da oben ist MAN ganz fett auf dem Berg. Ganz fette Niederlassung. Aber wie gesagt, wir haben ja mit MAN nichts zu tun. Wir fahren jetzt in eine Daimler-Werkstatt. Hoppla, in der Baustelle, ey. Du bist ja auch einer. Du bist doch eine Sau, ey. Weil wegen der Breite halt, ne? Fecht. Oh, was haben wir denn hier? Stau. Naja, wir fahren eh raus. Ja, irgendwie stockt's. Bestimmt hier, wenn es zur A4 geht oder was. Wir fahren jetzt hier raus, wo steht für LKWs gesperrt, aber nur zwischen 8 und 6. Die Ausfahrt. Ja, nachher fahren wir hier links runter an der Kreuzung und fahren dann so ein Stück über Land. Ah, sehr schön. Grüne Welle. Gerade üppig Platz da auf dem Hof. Gesperrt, anliegerfrei, ist auch lustig. Für LKWs gesperrt, aber ist so eine LKW-Werkstatt. Aber nicht gerade viel Platz hier. Mal gucken, wo wir uns da hinstellen mit dem Auflieger. Ich fahr ja lieber ohne Auflieger dahin. Ist ja logisch, wenn man sich das hier mal anschaut. Am besten ziehe ich hier doch mal. Ja, ich würde sagen, bis später. So Leute, es geht wieder weiter. Ja, leider konnte man nichts regeln, ne? Nicht, aber auch gar nicht.
Er muss mit Berlin telefonieren, weil sie da irgendwas geändert haben mit der Software. Und ja, jetzt geht nichts mehr. So, wir hauen jetzt wieder ab hier in unseren Feierabend. Hoppla. Hier den Staubsauger. Ach, Elektro. Die fummeln an den Ladesäulen rum. Ich dachte, die wären am Laden, aber nein. Ja, es ist eine nette Gurkerei hier. Hier ist so ein Ding, ich habe ja, also hier ist ja Autohof, zwei Tankstellen und all so ein Gedöns und Rewe hier, riesengroß, wie man sehen kann und ach, alles Mögliche. Und da vorne wohnen auch noch Leute da irgendwie in so ein paar Häusern. Und ja, da sind Leute, die haben bei uns damals einen Pinscherwelpen gekauft. Und naja, hier ist aber eben immer viel Volk. Na, ich will nicht sagen viel fremdes Volk, alles Mögliche. Naja, auf jeden Fall sind sie bei denen eingebrochen und mein Gut, so ein Pinscher, er wird vielleicht den Einbrecher verbellt haben, mehr aber auch nicht. Er war hinterher leicht traumatisiert, so wie sie uns erzählt haben. Ja, von hinten eingedrungen, ne? Über den Garten, also da ihr Gartenzaun, der endet an so einem Parkplatz, wo auch eben LKWs stehen, aller möglichen Nationalitäten. Und ja, da haben die Jungs mal ihre Freizeit genutzt oder was. So, wir fahren jetzt. Ich weiß zwar gar nicht, warum der mir jetzt hier links zeigt oder was das für ein Blödsinn ist, weil er müsste ja noch mein altes Ziel drin haben. Aber ich kann auch mal gucken, letzte Ziele, Heimatort. So. Führt seinen Hund aus. Ja, in 11 Minuten sind wir an der Firma. Aber jetzt muss ich doch mal glatt ausnahmsweise euch mehr. Nee, habe ich ja in der Tasche gesteckt, so war das. Boah, 22 Grad draußen ist eigentlich nicht so dolle, aber reicht. Das heißt, gut, so richtig. So, rauchen wir doch mal ein Feierabendkippchen, ne? Und hier gehen wir erstmal mit dem Speed runter.
weil... Ich meine, hier gäbe es irgendwie eine Säule. Ja, er hat sein Holz für den Winter schon klar oder was? Oh, schöne Stückle. Willst du direkt mal so einen Behälter? Tja, wer jetzt bis zum Ende des Videos dran geblieben ist, kriegt ja noch mal richtig was geboten. Also, ist jetzt übertrieben, aber mal eine Strecke, die wir, wüsste ich gar nicht, dass ich die schon mal videotechnisch erfasst habe. Ja, er hat es versucht, er hat sogar da alles abgenommen, verkleidungstechnisch, da Geräte angeschlossen und am Ende meinte er, er kriegt es nicht hin, er muss mit Berlin telefonieren, die hätten da irgendwas geändert. Ja, never change running system, ne? Hat doch einwandfrei funktioniert, ey, und jetzt haben wir den Salat. Vor allen Dingen, er hat selber zugegeben, es betrifft ja nicht nur mich, sondern da sind ja mindestens noch 3 Kollegen betroffen. Und zwar, es betrifft eigentlich all die weißen Autos, die wir haben. Die sind damals, ja, die hat der Chef in so einem Pool gekauft, von München kamen die. Und die hatten ja laufende Wartungsverträge und also Gedöns und naja. Ich denke mal, dass wir die aber zum Teil jetzt auch länger fahren, als es ursprünglich geplant war. Man blickt sowieso nicht durch. Ne? Erst konnten sie nicht liefern, jetzt will keiner mehr die Autos haben. Sag ich mal übertrieben. Aber ihr seht, in welch herrlicher Gegend man hier so ansässig ist. Ne? Also, bin ja ehrlich, ich stehe ja voll dazu, dass ich aus dem Ruhrpott komme. Finde es ja auch gut. Und die Leute im Ruhrpott sind auch schon speziell und irgendwie auch gut. Aber, ja, und die sind vielleicht auch etwas lockerer und aufgeschlossener als jetzt hier Hessen. Aber die Gegend ist ja einfach genial. Zumindest, vor allen Dingen, weil ich ja mehr so, ne, ich sag mal, mehr als einen Hund haben, mit den Hunden rausgehen, Motorrad fahren. Das sind doch alles Sachen, die man hier ganz hervorragend machen kann. So, jetzt sind wir schon in dem Ort. Hier gibt es aber mal nicht eine Säule. Lady in Black gerade rechts. Alte Lärchenholzfassade und dünnere Bretter, wie ich sie habe. Oh, hier wird sogar noch neu gebaut, mittendrin da. Obwohl hier an der Straße, hier geht schon ganz schön was durch. Oh, auch Holz, ach hier sind, die sollen sich das bloß nicht einfallen lassen, das Holzheizen zu verbieten. Ey. Meinte auch der Schweißer heute beim Daimler, der hat auch eben noch zusätzlich, so wie wir haben eine Ölheizung, eine Holzheizung und der will auch weiter mit Holz heizen, ohne jede Frage. Nachts darf man nicht hierher, aber im Grunde nur ein kurzes Stück. Von hier bis, da ist dann auf der rechten Seite Go, ab da links, da sind auch wieder Speditionen und so, da darfst du wieder fahren. Und
Naja, das ist ja für die wegen der Anwohner. Wir haben so eine Ampel hingeballert. Keine Ahnung, was die hier machen. Irgendwas verlegen die hier quer über die Straße. Und ja, aber wir kommen genau passend an. €1,62 der Dieselpreis. Das ist schon nicht schlecht. Tja, kann ich leider dem Chef keinen Erfolg vermelden. Das ist natürlich blöd. Blade. Heute ist doch Mittwoch eigentlich. Na. So, von da hinten, aber wie gesagt, wo ich abgebogen bin, bis hier vorne, wo rechts, links die Straßen kommen, kann man jetzt an dem Schild sehen hier. Und ab da ist dann nichts mehr mit LKW-Durchfahrt verboten, weil, wie gesagt, wo der da gerade abgebogen ist, da sind Speditionen oder zumindest eine und halt Firmen hier, Systemallianz und so, wo ich auch schon nachts Auflieger weggeholt habe. Das ist dann immer so. Ja, ich will nicht sagen Express, aber ja, so 24 Stunden Zustellung. Ja, ich muss mal durchlüften. Wir wollen ja kein verrauchtes Auto abstellen. Hier kommt die Eisenbahnbrücke. Ne, ICE-Brücke, fette. Hier rechts ist eine Bude, die macht Kunststoffguss. Die stellen so, was weiß ich, Körbchen, ach, allen Scheiß aus Plastik her. Stinkt bestialisch da drin. Habe ich da schon mal Ware abgeholt. Na, jetzt andere Richtung, Burg Herzberg geradeaus. Und ja, da wo der Kollege jetzt rauskam, also hier vorne. Da fahre ich ja immer nachts auf die Autobahn. Ach, und da ist die BAG, ey. Die BAG. Er hat auch noch BAG draufstehen. Nicht bald. Ah, und da war ein Mädel. Hier, Zimmermann. Alleine würde ich ja, aber ich fahre jetzt leider. Nein, also so spezielle Leute, die würde ich durchaus schon mitnehmen. Fährt gerade rein. Ach, und da hat sich schon wieder einer verfranst. Ey. Ich sehe schon. Oder er will tanken bei uns. Eins von beidem. Je nachdem. Ja, ich sage jetzt zum zweiten Mal, bleibt mir alle gesund und macht schön gut.